Hier glüht nicht nur das Eisen, sondern auch seine Leidenschaft. Und zwar nach Äxten. Ich bin Max, der Meister der Äxte. Und ich schmiede das Eisen, solange es heiß ist. 67.000 Fans hat er allein auf TikTok und präsentiert ihnen stolz seine Handwerkskunst. Fast täglich im Livestream. Seinen Erfolg kann er sich nicht erklären. Und die Leute mögen das Ehrliche einfach. Ich zeige es bodenständig. Und das Produkt, die Axt selber, ist mit mir verwachsen. Ne? Und ohne mich gibt es keine Axt und ohne die Axt gibt es mich nicht, so ungefähr. Und das gefällt den Leuten halt, ne? das Bodenständige halt. Und das geht auch aus Deutschland raus. Und das ist natürlich schon krass. Das hätte ich mir niemals gedacht, weil es ist ja doch eine Nische. Ne? Also das ist ein altes Handwerk, gekreuzt mit Social Media. Und ich sage immer, von einer kleinen Werkstatt raus in die Welt, das gibt es ja normal gar nicht. Und da hatte ich vielleicht auch einen Funken Glück dabei. Im oberbayerischen Lauterbach geht es eigentlich beschaulich zu. Außer wenn Max Grundler, der Vater von 4 Kindern, seinem ungewöhnlichen Nebenjob nachgeht. In seiner kleinen Werkstatt hat er schon mehrere 100 Äxte für Kunden aus aller Welt hergestellt. Und die Fanliebe geht sogar bei manchen bis unter die Haut. Dass sich die Leute das tätowieren, das ist ja. Wir sind schon, es gibt ja ein gewisses Level, da habe ich gesagt, bis dahin ist alles lustig und super und da sind wir schon weit drüber. Also mich überrascht eigentlich nichts mehr. Also die erste Tätowierung, ja, aber dann war die dritte da und das ist ja absolut Wahnsinn. Also das muss man sich eigentlich, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber die Leute, das sind Fans. 210 Euro kostet eine Axt von Max. Allerdings müssen sich die Kunden 8 bis 11 Wochen lang gedulden. So wie Alex, der sich aus dem 60 Kilometer entfernten Freising heute seine Axt abholen kann. Für ihn ein Highlight, die personalisierte Axt nun in den Händen zu halten. Hey, das heißt echt, also ich bin total baff, ehrlich. Ja, das freut mich. Das ist das Wichtigste. Der gelernte Schlosser hat sich alles selbst beigebracht. In Handarbeit mit durchschnittlich 6 Arbeitsstunden wird so ein Unikat gefertigt. Ja, und was machen die Kunden mit so einer Axt? Entweder als Deko oder als Accessoire für Mittelaltermarktbesucher. Oder eben auch für ein ganz besonderes Event. Das Verrückteste, und es werden immer mehr, das sind natürlich diese Hochzeitsäxte. Also ich sage jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen aus so Mittelalterhochzeiten raus, aber auch bei ganz normalen, dass die das als Gag einbauen und schneiden ihre Torte da mit einer Axt von mir an, heben dann das Stück Kuchen auf dem Axtblatt raus. Das ist schon sehr witzig, ich bekomme die Fotos. Witzig und verrückt zugleich. Also da gibt es einiges und man denkt, man hat alles gesehen, aber... Max hat es geschafft. Er hat sein einstiges Hobby zum Nebenjob gemacht. Doch der 35-Jährige träumt davon, auch irgendwann seinen Hauptjob an den Nagel bzw. an die Axt hängen zu können. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.